und herzlich willkommen auf ProStation Play mit einem neuen Teil von Let's Play Little Big Planet Cross Controller. Jupp, drei. Ich habe wieder hier meine PS Vita am Start. Jo. Und wir haben auch schon verbunden. Dann spielen wir mal den Story Level. Also wir gehen da weiter. Das letzte Mal waren wir da hinten bei diesem Space Spinner. Ah, das war der Hammer. Ja, das war echt geil. Auch wenn wir es öfters probieren mussten, und jetzt geht es weiter erstmal mit einem kleinen Video. Ja, wir ja. Wir sind einfach ruhig, halten unsere Klappe und schaut es euch an. Ja, wenn es aber nur wenn ihr uns jedem 10 Euro gebt. Ich brauche 10 Euro, um was zu kaufen. Keine Ahnung was, aber ich brauche das Geld. Wir erpressen unsere Community nicht. Na, dass das mal klar ist hier, ne? So, dann. So, das war jetzt das kleine Video und wir gehen direkt über zum nächsten Level. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Warum auch nicht so? Ja. Ja. Nein! Oh, ich muss nochmal extra anwählen. Handomorph. Also wahrscheinlich irgendwas mit Hühnern, würde ich mal sagen. Hm? Ja. Mit Klubschaugenhühnern. Let's get started. Yeah. Nein, wir brauchen kein Spiel. Wir wollen. Na, ich freue mich schon wieder richtig auf diesen Level, weil diese Cross-Controller-Levels sind einfach immer der Hammer. Ja. Das ist echt so geil gemacht und reagiert ja, so und schnell und in Echtzeit und bla bla. Ja, da guck mal auf deine Lidzeit, was das wieder anders. Ah, ja, jetzt kommt ja, was. Du musst das Zahnrad da reinsetzen. Ja, das ist jetzt eigentlich so wie. Ja. Ich guck mal, ob ich so film. Ja, funktioniert einigermaßen. Ich muss jetzt hier das Zahnrad nehmen und das so da reinschieben, ja. Dann können wir weiter. Ich werde jetzt aber nicht mehr alles so zeigen. Ja, wir haben es bloß kurz am Anfang gezeigt, damit ihr wisst, wie es aussieht. Hey, meine! Ah! Oh. Die sind deine. Die wollte ich haben. Da ist irgendwas mit der 1. Ja, ja. Oh, ah, ja, das heißt. Nee, wir müssen einfach da festhalten. Also. Ah! Und Andreas. Oh, da ist ein Objekt, oder? Ja. Wieder das.
dasselbe Spiel. Ja, draufstehen und dann. Ah. Ja, das ist eigentlich jetzt, für mich ist es nicht so wirklich neu. Gerade weil das ja Leute Dinge sind, die es bei der PS Vita schon im normalen Spiel gibt. Und ich muss wirklich sagen, ich kann jedem Little Big Planet PS Vita empfehlen. Das ist eigentlich wirklich fast wie auf der PS3. Nicht so lame wie damals auf der PSP. Wie kommt man da hinten an? Ah, guck mal, wir müssen jetzt rauf. Na, da musst du jetzt wieder irgendwas machen. Da, vor die Treppe. Ja, das ist der Baumeister. Alles da! Ah, shit! So. Ich schieb die Kleine hoch. Ja, ich mach das schon. Und jetzt transportiere mich mal da hoch. Oh, ja genau, da ist noch ein Levelschlüssel. Schön, quasi. Ah! Oh, oh! Was machst du? Keine Ahnung. Alter. Ja, jetzt springt auf. Oh! Alter. Jetzt. Warte mal, wie kommen wir da hoch? Ja, da musst du. Also, okay, ja, ich wusste nicht, dass da nicht weitergeht. Komm schon. Ah, jetzt okay. Ja, die musste ich von hinten so rausdrücken. Ja, grün muss man immer von hinten. Ja, ich weiß es wieder. Aber ich frage mich immer noch, warum Hühner? Hühner sind cool, Mann. Ah, fuck, wir müssen auch versuchen, alle Preisblasen zu finden. Hallo Ei, wie geht's dir? Tschüss Ei. Ich wollte das Ei gerade zerstören, da fällt mir ein, dass wir Little Big Planet spielen, aber das eigentlich nicht ganz zu geben. Ich hätte es lieber gegessen. Oh, aber ich hoffe, das Ei hat es nicht gehört, weil. Tut mir leid, Ei. Sorry, mein Handy. Warte mal. Da musst du irgendwie dein Vita jetzt drehen. Ich glaub, da. Ah! Alter, das Bild bewegt sich, wenn du dein Vita drehst, oder? Nein. Das ist einfach hier so. Ach, du kannst das Ding bewegen. Swag. Ja, warte. Warte, ich muss auch was drüber. Zu sehr festhalten jetzt. Ah! Jetzt weiter. Jetzt. Ah! Hey, oh, nein! Shit. Er springt. Wie kommt der jetzt hoch? Okay. Leute. Wenn einer eine Idee hat, wie man da hochkommt. Ja, das können sie uns jetzt. Warte mal, ich glaube durch das Rad da, komm mal her. Nein, vielleicht von oben, wenn man mit Tempo kommt. Ja, warte, wir probieren es. Oh. Ja, dann springt er mal runter. Nein, ich bringe mich jetzt nicht selber um. Ah, Mann, Andreas. Ah, Mann. Oh, shit. Okay, das geht nicht. Es geht nur durch das Rad. Ja, hol mich da mal. Jetzt geh mal hoch und hol mich da. Jawohl, genau so meinte ich. Ja, bin ich. Rollin. Jetzt einfach. So, jetzt muss ich. Oh shit, ich war sauber. So, warte noch. Okay. Ey, wir haben nicht so viel Videoaufnahme. Achso, stimmt, ja. Oh! Wow!
Ja, hallo Leute. Ja, ich weiß, dieser Level ist jetzt noch nicht zu Ende, aber da das ein relativ langer Level ist, haben wir uns bei der Hälfte gedacht, ja, wir machen jetzt hier einen Cut und ihr seht den Rest vom Level dann im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, abonniert uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, empfehlt uns euren Freunden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Daumen. Also, ciao.